So, beim letzten Mal waren wir ja stehen geblieben, nachdem wir den Leonardo, vom Leonardo die Klinge repariert haben lassen. Und jetzt wollen wir wieder zu Paola zurück. Dann wollen wir mal loslegen. Wir haben jetzt die verschiedenen Dinge. Sehr passend. Gucken wir erstmal auf die Karte. Wir waren wieder auf das andere, die andere Codex-Seite. Die holen wir gleich mal. Was war das hier nochmal? Ein Rennen, da war das Rennen, okay. Die Codex-Seite war da. Paola ist da. Dann machen wir erst das Rennen. Bis abgestorben. Da holen wir die Codex-Seite und dann gehen wir zu Paola. Die Klinge rausholen. Wo kommt der denn her? In und auf und unter die Kirche werden wir auch noch gehen. Was glaubst du, wo der herkommt? Das wird auch noch ein bisschen aufwendiger nach oben rein, rechts und links zu gehen. Wie ich hier schon gesehen habe, sehr groß die Kirche. Aber erstmal muss ich ran gehen. So. Du willst ein Rennen. Ich kann die meisten in diesem Bezirk abhängen. Aber ihr sollt der Beste sein. Beweist es. So, überweisen. Der ist ziemlich gut. Wo habe ich euch schon mal gesehen? Na, Jude, haltet ihn auf! Da. Kein Tod wird nicht schnell sein, Katze! Möge das diesjährige Fest von San Giovanni unserer großen Stadt Ruhm und Freude schenken. Die Meister der Gilde wünschen allen ein erfolgreiches neues Jahr. Eine Bekanntmachung im Namen des Medicus Maestro von... Da hinten. Nein, nicht da. Schönste Kleidung hier. Seide und fein gewobenes Leinen. So, los, hopp, 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 hopp. Ach ja, wie immer. Das erste Mal verkacke ich es immer. Ah. Darf ja wohl nicht wahr sein. Los jetzt. Zack. Jetzt schaffe ich es doch noch. Doch, noch geschafft. Aber schnell weg. Nicht scheu. Ich stehe euch zu mir fremd. Der kommt mir bekannt, komische Erscheinung. Wieder voll daneben. Wie immer. So. Treffen wir uns mal ein bisschen Tank rein. Wir geheilt sind, müssen wir mal die Codex-Seite mal suchen. Und zwar war die... Die war da oben. So. Das aktiviert über 200 Meter. Das wird ein bisschen länger dauern. Und hier nach... Du brichst die Regeln. Wir brechen dich. Bleib weg von mir. E un duello, Fesso. Prova, komm. Und. Nimm bei der
Klinge ist, dass sie halt sehr kurz ist. Aber es kann man vielleicht ausgleichen mit dem Schwert. Da aufheben kann. Geht nicht. Okay. Dann war es erst am zweiten Teil, dass man die aufheben kann. Und hinten noch. Ja, ist ja gut. Das ist jetzt nämlich verboten. Jetzt hauen wir die mal um hier. Ganz schön schnell attackiert. Durch einen Zug. Ah, eine Minute. Ach, die wollen wir noch hin. Haben wir die Feder vergessen, Freund? Das ist doch gerade. So, wir müssen mal zwei mitzunehmen. Okay, das hatten wir noch nicht. Oh doch. Ein Heerführer? Er stolziert auf jeden Fall wie einer. Warum? Laju, da ist er! Auf ihn! Ja, zeig's ihm! Meistens haben die Obermotze hier, beziehungsweise die Pain, das meiste Geld in der Tasche. Guck, ob es diesmal aus ist. Natürlich will ich kein Florin mehr. Nächste Codex-Seite. Jetzt ganz schnell weg, da kommen wir wachen. Hinauf. Es fehlt noch ein bisschen Geld. Können wir hier was zu kaufen? Die zwei Schulterplatten. Das kann nicht so schlecht werden, aber ich guck mehr. Das ist kein Ton. Auch nicht. Man kann sich hier auch Schatzkarten kaufen, um zu gucken, wo die ganzen Truhen sind. Das Ganze hat nur einen Haken. Und zwar nur die muss ich kaufen. Ihr wart ja ganz schön lange fort. Leonardo redet gerne. Das stimmt wohl. Aber sicher habt ihr nicht nur geredet. Ich gab euch die Fertigkeit. Leonardo gab euch die Klinge. Nun fehlt nur noch die Tat. Wo kann ich Uberto finden? Mein Mädchen nach ist er heute bei der Enthüllung von Verrocchios neuestem Werk anwesend. Sie findet im Kloster Santa Croce statt. Achtet so lange für mich auf meine Mutter und Schwester. Natürlich, Ezio. Als wären sie meine Familie. Wie nett gesagt. Der treue Blick. Mal zu uns. Warte, so eine Fülle. Ups, da war ein bisschen falsch. Da sehen wir da oben. Was soll das? Oben ist noch ein bisschen luftiger. Und jetzt machen wir hier. Jetzt müssen wir noch suchen, wo wir müssen. Du bist hier eine Wache. Was? Geht rumlegen werden. Und fährt, ich suche nichts. Ist doch was hier.
hier drunter. Und reicht es schon oder reicht es noch nicht? Ja, 2,8. Das heißt, wir können es rein durch den nächsten Gebiet auch suchen. Machen wir gleich mal. Der nächste Gebiet ist richtig weit weg. Toll. Wo die Messe nicht aussieht. Dann im nächsten Gebiet. Gucken wir, ob wir hier erreichen können, ob das noch gesperrt ist, Gebiet. Ist ja gut, ich bin ja schon weg. Du darfst nicht hier oben sein! Eccolos! Da! Ich glaub nicht, dass es mir keinen Spaß macht. Du bist erledigt! Diese Zeichen werden uns auch noch viel sagen. Aber noch nichts. Da ist eins der Symbole. Was bedeutet es? Es ist doch nicht ohne Grund da. Kannst du dir das genauer ansehen? Hey, probier es mal mit dem Adlerauge. Aber beeil dich. Der Spitze ist nicht so. Okay. Aber wir werden erstmal gleich kommunizieren. Wir gucken, wo hier ein Schmied ist in der Nähe. Und zwar ist der nächste Schmied gleich hier unten. Das sucht hier sehr gut. Na. Nein, bin ich überwiegend auf, deswegen gehe ich auf innen lang. Das ist eins der Außenbezirke. Das könnte unser Mann sein. Ja. Lass ihn gut einfach rein in Ruhe. Mist, schneller! Ich sehe ihn! Vergebt mir, Herr. Es tut mir leid. Ich gehe. So, der Schmied ist da nicht. Nun, das ist ein komischer Edle Preise für edle Waren. Rüstungen wie für einen Kaiser. Und Preise auch. Wie schon vorhin erwähnt, Konter gibt es am besten hin. Man muss aber Konter halt richtig die richtige Zeit abwarten. Wenn ihr keinen Luxus wollt, ich abscheue die Sinnlosigkeit. Gott wird dich strafen. Ist überhaupt niemand mehr sicher. Als nächstes holen sie wohl mich. Der Zorn des Himmels treffe dich, Fledderer. Ja, ist ja gut. Jungfrau, segne uns alle. Ja, kommt, meine verehrten Kunden. So, Rüstung. Oh, hier kostet 2300. Das ist natürlich sehr schön. Sparen wir uns noch ein bisschen Geld. Tja, dann wird ihr also nur so gewöhnlich. Vor ihrem Richter und warum? Sicher. So, jetzt der Punkt da. Ein unbedeutender Zwist. Dann wir wachen. Das heißt, wir gehen doch mal nach oben. Da oben sollen wir hin. Da oben ist die Kiste. Was glaubst du, wo er hier ist? Nicht so lange. Ekolo! Packt ihn! Weg abschneiden! Verdammt!
Nein. Versuch es nur. Ach ja. Ich will die Steuerung lieben, siehst du. Aber ich habe deswegen mit dem zweiten Teil angefangen, weil hier die Steuerung schon relativ einfach ist. Beim ersten Teil ist sie noch ein bisschen komplizierter. Das schon wieder? Ihr habt eure Grenzen überschritten, Uberto. Wie könnt ihr von Grenzen sprechen? Ihr, der ihr euch selbst zu Lorenzo de' Medici, Prinz von Florenz, ernannt habt. Das habe ich nicht getan. Natürlich nicht. Immer ohne Schuld. Wie praktisch. Wenigstens sehen wir, wie weit eure Macht reicht. Offensichtlich gar nicht so weit. Eine wertvolle Lehre für mich und meine Verbündeten. Ja, eure Verbündeten, die Pazzi. Dreht es sich darum? Achtet auf eure Worte, Lorenzo. Ihr könntet die falsche Aufmerksamkeit erregen. Okay. Roberto und Moment folgen. Das heißt, wir müssen wieder rüber. Menschen, die auch wegkommen. Komm vorbei, du bist gerade schon. Noch ein Fremder. Bringt mir die Kranken und Verwundete sein. Noch ein Söldner. Hey, das vielleicht. Warum kommt ihr mir so gut krank? Wo zum. Guter Herr, bitte tut mir nicht. Okay, dann tauchen wir das unter. Erstmal die ersten Fähigkeiten. Jetzt können wir haben liebliche Weine, mein Mädchen. Und noch viel lieblichere Damen. Verdeckt dieses Kleid zu viel von meinem Herzen. Kommt, werte Herren. Den wünsche ich euch. Ich hoffe, dass ihr euch gut amüsiert. Allerdings eine schöne Ablenkung von der üblen Sache mit der Familie. Du! Unser erster Auftragsmord ist erledigt. Du hättest dasselbe getan. Um zu retten, was du liebst. Ja, hätte ich. Und habe ich. Die Auditore sind nicht tot! Ich bin da! Ich! Ezio! Ezio Auditore! Jetzt sind wir ganz schnell flüchten. Das war ganz schnell. Ganz schnell. Diese schnellen Füße hinterlässt du nicht. Das muss hier abschneiden. Ah, schau doch mal. Mein Gott, hier, hops. Hops. Ist noch ein Newbert? Ich hab gesagt, ich wollte einen Nürnberg. Erst das Brett reißen, dann ein paar nette Verstümmelungen und schließlich wirst du hängen. Zwei. Ich hoffe, ihr habt einen Tank dabei. Thank you.
Und als nächstes müssen wir wieder zu Paola. Aber die Folge ist schon vorbei. Leider. Deswegen ja, umtauschen, dann wird es voll gewinnen. Muss da besser. So. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß. Ciao.